Hallo miteinander. ICT hat nur auf den ersten Blick ganz viel mit Programmieren zu tun. In erster Linie ist die Entwicklung von Software, von Web-Applikationen, Websites usw. ein extrem kreativer Prozess. Zuerst einmal muss man sich in die Benutzer eingraben und dann ihre Bedürfnisse kennenlernen. Dann tut man seine Ideen ins Papier bringen, zum Beispiel in Form von solchen Skizzen. Dann kann man einen klickbaren Prototyp bauen, wie zum Beispiel so irgendwie etwas. Das lässt sich mit realen Benutzern irgendwie testen, wo man schauen kann, funktioniert das, was wir hier bauen wollen, bevor überhaupt schon irgendein Ziel programmiert ist. Und zum Schluss, da hat man ein reales Produkt, wie zum Beispiel hier HomeGate, wo den Benutzer Freude macht, Nutzen stiftet. Und wäre es nicht schön, wenn ihr könntet sagen, ich habe das gemacht.